Waren wir hier schon in dem Bob's Boss drin? Ich glaube ja, ne? Oder war das auf dem Host-Spiel noch? Nee, da waren wir drin. Wir haben Super Mais hast du angepflanzt. Ah ja, stimmt. Mensch! Elli, was da los? Ist ja gut. Kickt das Alzheimer wieder, oder was? Mhm. Chat eingeschlafen. Chat. Warte mal, aufstehen. Aufstehen. Kabuff, genau. Das sind doofes Dinge, ne? Tü-tü-tü. Ich hab auch noch, wenn ich auf die anderen Knöpfe gehe hier. Mann, kann man nicht lenken. Oder hier den hier? Den hätte ich mal einspielen sollen, als gestorben bist da beim... Oh, Schlagschrauber, den nehme ich. Schlagschrauber ist gut. Hat Schnarch? Sind wir so langweilig? Nein! Elli? Ja? Ich bin in deine doofe Miene gefahren. Mach mal hier Befallene beseitigen in Close Encounters Gun Range. Es darf nicht wahr sein, ey. Killer Vanni, Hallöchen. Mal, will der mich jetzt verarschen? Warum nimmt er das Moped denn jetzt nicht? Ja. Moped kaputt. Nächste Mal, warte mal. So ein Ding hier hinsetzen, damit man sieht, hier vorsichtig. Ei. Okay, oh. Jetzt bin ich wach, lol. Ich bestelle mir eine Pizza beim Panda. Beim Panda? Oh ja, ich hätte auch gerne eine. Mit Soße Hollandaise und... Oh, achso, wegen Pizza Panda oder was? Pandaren teilen nicht gern, muss aufpassen. Pandaren. Killabani, grüß dich, hallo. Fünfer Schockstar, aber hätte man nicht einen Sechser gönnen können? Drecksack? Alter, ich und die Treppe, ne? Also die Leiter. Well, I lost the bet on this one. Here's some money. Ich würde gerne mal so eine Nachtquest machen, ey. Nachtquest? Haben wir die nicht, ja. Haben wir nicht schon mal eine gemacht? Ja, aber das ist schon ein paar Alphas her. So lange gibt es die doch noch gar nicht. Ja, haben wir trotzdem schon. Ist schon ewig her, dass wir die gemacht haben. Boah, meine Augen. Am Schwächeln? Nee, ich muss meine Brille mal gleich holen. If there's nothing else, you best be on your way. Ist sehr lecker, aber ungesund. Ja. Kann sich ja Gemüse drauflegen auf die Pizza. Man muss da ja nicht Salami und Schinken draufballern. Das Fetteste vom Fetten, weißt du? Oder Fett-Thunfisch. Man kann auch schön eine Gemüsepizza machen. Dann ist sie nur halb so... Gibt super leckere Pizzen, ja. Dann ist sie nur so halb ungesund.
Ich habe ein paar Zeitschriften für dich. Ich für dich auch. Allein, was wir jetzt am Muni bekommen haben, ne? Fandst du? Ja. Ja. Wenn man danach geht, was alles gesund oder ungesund ist, dann darf man eigentlich gar nichts mehr essen. Oh nee, bitte pack die doofe Drohne weg. Warum? Jetzt mal. Oh, die ist nervig, die Drohne. Stauraum. Jedes Mal steht die im Weg. Oh, I do love an adventure. Guck mal hier, ich geb dir mal. Nix darf man, Leute. Hier brauchst du noch eine Jacke. Oh. Brauchst du noch eine Jacke? Hier, guck mal. Nee, Puffermantel habe ich. Nee, ich hab die Ledermantel. Hier kannst du lernen, habe ich jetzt voll essen. Echt, das ist komplett voll? Ja, habe ich komplett voll. 100 Bücher? Ja. Respekt. 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 Ich habe hier verdammt einen Fichtenmoppet. Ein Fichtenmoppet? Mhm. So, dat. Wie sieht das hier aus? Zwei Punkte habe ich zur Verfügung. Ja, wenn wir das wüssten, Killer Vanni, ne? Also jetzt am Wochenende kommt erstmal der Deathstream von den Pimps. Also wie ich das weiß, werde ich das definitiv auf YouTube ankündigen. Ja. Und im Discord und überall werden wir Bescheid sagen. Also wenn man dann drüber reden darf, ne? Das kommt ja auch noch dann hinzu. Kann auch mal sein, dass die Funpimps sagen, wir planen dann und dann an, aber bitte sagt das noch nicht, weil das ist nur zu 90% safe oder so. Dann dürfen wir das natürlich nicht sagen, aber momentan steht nichts, keiner weiß was. Vielleicht wissen die intern ein bisschen mehr, aber wir wissen gar nichts als Trainer. Auch nicht die beim Pre-Event dabei sind. Wozu ich erzähle. Kölle, grüß dich, Hallöchen. Da kann man nur warten. Warten, meine Tagebücher gucken und hypen lassen. Geil, 7 Silberklumpen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich so, ich habe jetzt mal ordentliches Essen gekocht, hier angeschmissen. Ich bin immer überlegen, ob ich mir eine 4er Kompon-Armbrust kaufe. Ah, nee, komm. Warum nicht? Mach doch. Nein. Chitons haben wir doch ohne Ende. Ja, ich habe 64.000. Also, 64.000 Cash in a Dash. Ich hab eine 5er.
der erste Deathstream. Also ich vermute, dass die wahrscheinlich die 1.0 nicht vor Mitte, Ende Juni kommt. Vermute ich. Also wenn sie jetzt mit den Deathstreams anfangen, ja, die werden bestimmt 3-4 Deathstreams machen. Jede Woche einer wahrscheinlich. Aber das sind alles nur Spekulationen, müssen wir mal vorweg sagen. Nicht, dass es nachher heißt, aber ihr habt gesagt. Ne? Deshalb, ich bin bei sowas mal ganz vorsichtig. Ja. So, ich nehme mal hier ein paar Mats mit. Und gehe mal zur Hordenbasis und mach da schon mal ein bisschen was. Kommt da was hochgelaufen oder bist du da runtergelaufen? Ich bin da runtergelaufen. Leute, damals wurde ich angepfurzt, wenn die Luke offen geblieben ist, ne? Mittlerweile, oh, scheiß drauf, wir haben Säcke vor den Füßen, vor der Tür. Ja, ich habe dich aber auch nur angefutzt, weil du mir immer gesagt hast, Luke! So, und dann bist du runtergegangen von dem Türmchen bei Survive in Zero City. Ja, und nie war die Luke dicht, da habe ich ein Schild hingestellt. Luke zu. Hm. Da hat sich nur totgelacht. Hm. Ah, es war eins der schönsten Formate und eine der schönsten Erinnerungen, ne? Survive in Zero City damals. Ja, in der Nullerstadt. War einfach geil. In der fetten Nullerstadt, das war mega. Man muss natürlich sagen, heute, wir haben ja schon mal versucht, Survive in Zero City nochmal zu starten. Aber dadurch, dass es. Du hast ja die Nullerstadt nicht mehr, ne? Ja, ja. Ist das natürlich, nicht mehr das, was es mal früher war. Wo ist denn die? Kann man natürlich nicht mehr vergleichen. Aber es war schön. Oh, der Schatz ist bestimmt genau da im Gefälle. Ah. Master, we are not alone. Hast du die Nagelpistole gar nicht mitgenommen? Doch, hab ich. Achso, wir haben ja zwei, ne? Stimmt, da war ja was. Na gut, dann ist er schon mal voll am. Müssen wir mal. Du mal Shepherd's Pie? Echt? PC Ausdauerbonus. Da ist ja richtig kulinarisch hier. Ja, besseres Essen halt, ne? Der Torben wäre neidisch. Zum kulinarischen Kochen auf dem Grill. Weißt du, was ich meine? Ich überlege gerade. Und den Fuschern. So, das? Ja. Das ist Luke Skywalker? Ach, warte mal, ich habe hier noch. Die sind so klein, ich muss mal gleich mal. Ich hole mir mal meine Brille, gehe mal ganz kurz auf Toilette. Und dann bin ich sofort wieder da. Warte mal, kann ich die Heli wieder restreamen? Musst du länger auf Klo? Nein, das nicht, aber. Ist auch langweilig, wenn bei mir nichts zu gucken gibt. Und ich will jetzt auch nicht das Pausending einspielen. Machen wir mal so, ich bin sofort wieder da. So. Ich mache jetzt hier nichts Spannendes. Mache jetzt hier nur ein paar Rubbelstängchen.
Aber es ist echt krass, ne? Wie die in Vanilla, die selbst die Cobblestone-Dinger da kaum durchgekriegt haben. Und wenn man irgendeine Mod spielt, ja, dann hast du Stahl und die hauen die so durch. Dann. Das ist schon komisch. Oh. Hä? Hä? Doch gerade. Ach, bin ich doof. Ich hab Cobblestone. Pflasterstein-Dinger hergestellt. Wollte ich gar nicht. Mega wichter Nagel, ja, ne? Einfach nur geil. Hä? So, da bin ich wieder. Hab ich ihn jetzt Hä? Warte mal. Weiß ich nicht, was du machst. Ne, ist schon gut. Ich weiß nicht, was du machst. Danke. Die sollen ja hier diesmal richtig durchkommen, ne? Huch, ah, scheiße, Entschuldigung. Bikes da so willst nicht hinstellen, ne? Nee. Bom, bom. Dann kann der da ja jetzt noch mal ein bisschen 400. Was machst du denn da? Ich stelle nur nach, ich lege nach hier. Damit der nicht leer läuft. Und dann werde ich gleich mal gucken, dass ich noch ein paar Autos abgewrenscht kriege. Ja. Vielleicht mal den einen oder anderen Molli dann. Haben wir den Sprit? Ja, deshalb will ich ja Autos abwrenschen. Die Mollis haben wir noch. Läuft da eine Wanderhorde lang. Wo läuft die lang? Unter einer Basis. Hä? Meinst du blöder Affe? Du auch. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch für das Moped? 40, ne? Ne, 45. Motorrad und Stapel Benzin. So. Ja, früher habe ich das auch immer gedacht, Grendel. Mittlerweile. Hm. Was hast du gedacht? Ich habe geschrieben, um die Uhrzeit bleibt man daheim. Pff. Ich gerade so am Kämpfen bin. Heißt Alucard oder was? Jetzt Alucard hier nicht so rum, du. Ja, 45 brauchen wir. Kacke. Alucard, was? Nach 22 Uhr, was wollt ihr denn draußen? Seid ihr wahnsinnig? Ich fand das süß. Wo wollt ihr hin? Raus?
Wir haben nach 22 Uhr. Und? Ja. Das fand ich ja damals auch mal so lustig, als ich ganz am Anfang, wo ich angefangen bin mit Let's Plays auf YouTube, da habe ich öfter mal Hirnsturz geguckt. Und Minja saß am Dachboden, war am Zittern in der Nacht, in der Hocke, und unten hast du Fleischhammer gehört, wie die Fleischhammer rumgelaufen ist mit der Schrotze. Und erstmal rumgeschootet hat wie ein Irrer. Und Minja saß oben auf dem Dach. Da musste ich so lachen. Da, parallel, ne? Diese Ausdauer, warte mal, wie viel brauche ich denn? 600, nee, 400, 500 für den Molly? 300. Die sind keine Autos mehr, ne? Da, wo du bist. Noch ein paar stehen hier noch. Aber jetzt nicht in dem Dingen, wo wir drin sind. Nee, das nicht. Meintest du doch, ne? Ja. Da freue ich mich gleich, wenn mein Trinken kalt ist. Sehr gut. Ach, du hast den Kühlschrank gejagt. Ach Mensch. Was denn? Ja, ich habe in den Chat geguckt und jetzt ein First Aid Kit verballert. Hier laufen so viele Wildtiere rum, das ist nicht mehr normal. Und mit der 1.0 sollen ja noch mehr, also, ne, Tiere kommen. Soll da kommen, ein ganzer Zoo oder was? Essen darin. Aber der Grendel ist bestimmt auch so einer, der 22 Uhr zu Hause sitzt, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Grendel. Der traut sich ja gar nicht ins Game rein, weißt du? Ach, geht da. Na, komm. Wie spät haben wir im richtigen Leben?
20 Uhr gleich. In 10 Minuten. Erst? Ja. Kannst du schon mal anfangen mit deiner Basis am Bauen? Dein Kubus. Ich hab bei jetzt die ganzen Materialien nicht mit. Wie viele Bücher fehlen dir denn jetzt? Noch wegen dem besseren Bike? Oder kannst du das jetzt schon? Ne, 4 Stück. Immer noch? Ey, boah. Der Händler hat keine, ne? Nein. Na gut, wenn wir sowas zum Beispiel wie Bücherladen looten, dann teilen wir uns das ja auch, ne? Weil du ja auch Loot-Container lootest. Oh, sehr gut. Verbraucht die Ratsche viel Ausdauer, ey, oder bin ich jetzt... Am Wolf lieber nicht. Warum denn nicht? Nee. Ach, nee. Aber hier sind noch viele hier, wo wir noch nicht drin waren, ne? Ich würde ja gerne mal in so einen großen Shotgun reingehen. Ja, weißt du, wo einer ist? Nee. Aber ich kann ja mal gucken. Er gestunt weiterrennen, ne? So, 6 Mollys incoming. So, hier ist... Hatten wir nicht irgendwo einen Shotgun oder vertue ich mich? Ich fahr jetzt mal rum. Den großen Pass and Guess haben wir hier. Ist das ganze Benzin, was ich gekauft habe, alles schon draufgegangen? Hä? Nö. Also ich habe auch noch Benzin in meiner Tasche hier. Och nee. Och, ich hasse dich. Shamway. Null. Oder so ein Dijon Tower wäre doch auch mal spannend. Also Hordenbasis ist vorbereitet. Dann darfst du keine 5er Befallenen machen, sondern eine normale 5er. Eine Baustelle. Die Food Garage. Toilets to go. Waren wir hier bei ihr nicht schön? Was, du kennst nur die Jong Senf? Ja, den kenne ich auch. Den Bautzner Senf. Oh, neuer Follower. Trebor, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Dankeschön. Harz. Sieht man eigentlich die Alerts, weil ich jetzt meine Kamera da hingepackt habe? War für einen Freund. Yes, fancy. Ist wahrscheinlich die Kamera im Weg, ne? Warte mal, ist das hier ein großer Dings? Ist das hier ein großer Shotgun? Nee, hier waren wir doch... Shotgun gefunden. Hier waren wir doch schon drin. Der ganz große, oder? Ja, der ganz große. So, ich hab das Geld. Ja, damit. Teil dir das mal. So, ich habe hier erstmal bei der Werten Gen Benzin rausgekauft.
Ja, für Mollys oder was? Laufhuhn zum Tanken. Ich habe auch gleich 5000 Sprit. Aber hat denn die Restock hier? Also, was hast du an Restock eingestellt? Da habe ich gar nichts eingestellt. Das ist Standard. Okay. Ich habe nur die Tag-Nachts, also die Tageszeit verstellt. Weil da ist hier auf alle Fälle Restock. Auf 75. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Ja, und den Schwierigkeitsgrad halt, ne? Und Horde. Mehr eingestellt habe ich nicht. Aber die hat auch keine Bücher mit Autos. Oh, du. Alter, die Ratsche verbraucht aber auch eine Ausdauer, ne? Du hast nicht ohne, ne? Das ist nicht ohne. So, Tag 14, Leute. Die Horde kommt. Die Horde kommt und macht alles nieder. Ah, ich freue mich schon auf den Kubus von Ellie. Den vier Beinen. Wie er darauf kommt, dass ich einen Kubus baue, ne? Den, weißt du? Warte mal ab. Da geht, ja. Denn dein großes Maul wird dir noch vergehen. Hm. Wenn du dann siehst, was ich wirklich baue, dann will ich eine Entschuldigung. Okay, es ist ein Kubus mit fünf Beinen. Ist ja nicht so, dass ich selbstständig auch schon geile Hordenbasen gebaut hätte. Und das waren immer Kubusse. Nein, stimmt doch gar nicht. Kannst uns jetzt ja eines Besseren belehren. Ja, ich baue doch jetzt überhaupt nichts. Ja, aber jetzt die nächste Horde. Ne? Ja. Ja. Also, riech mich doch nicht so auf. In Zukunft. Die nächsten drei Alphas schaffst du das. Mhm. Lucky Luda, geil. Mehr Muni in Beute, sehr schön. Ey, Dieheit, grüß dich. Ja, Dieheit, Hallöchen. Fällt nichts auf den Kopf. Und Mojo ist auch da. Widerstand ist weglos. So sieht's aus. Der Titel kickt. Willkommen in der Irrenanstalt. Oh nee, bitte nicht. Bei uns hier, Mensch. Ach, warum denn? Warum kriege ich denn so einen Schrott hier? Ja. Ah, ich liebe es. Boah, diese kleinen Mini-Gebäude hier, ne? Die sind einfach nur... Na. Eklig. Iglitsch, Iglitsch. Iglitsch. Da liegt er. Der Bernd. Der Alte, ey. Der hat den Cube aus dem gleichnamigen Film gebaut. Meinst du, da müssen die Zombies erstmal durch die Cubes durch? Wir haben hier einen Cube bei uns an der Basis. Echt, ja, kann sein. Mit zwei Schmieden, zwei Zementmischer.
Weg ist er. Da geht die Heatmap hoch, ne? Ich weiß noch, die Wolkenbase in der Alpha 15, wo ich mich aufgeregt habe. Wo die ganzen Schreier kamen und ich schrei, du Schlampe! Weißt noch, als du unten deinen Rucksack looten wolltest und ich die Zombies abgelenkt habe und immer um die Wolkenbase gerannt bin? Ja, das du das nicht hinbekommen hast, so inkompetent ihren Rucksack zu looten, wenn ich da 50 Mal rumrennen musste. Ja, ich war komplett neu in dem Spiel, ey. Ja, inkompetent. Nein, natürlich. Ich möchte ersten. Da muss man ja auch erst 1000 Stunden spielen, damit man weiß, wie man Rucksack lootet. Ich möchte deine ersten Stunden in 7 Days mal sehen. Na, guck doch, kannst du gucken auf YouTube. Wie dumm du da gestanden hast und Angst hattest. Das hast du doch selber noch erzählt. Natürlich, ich habe mich versteckt von den Zombies. Also, aber jetzt die große Fresse hier, weißt du? Namen auch an Grendel, den treulosesten Mod. Warte, oder treulose Mod? Nein. Grendel ist fleißig. Beste Mod ever. Grendel lasse ich nichts kommen. Manchmal ist er frech, aber ansonsten. So, hier war ich ja gerade. Luigi's, Leute, Luigi. Aber das sieht schon cool aus, ne? Ich bin mal gespannt mit den neuen POIs in der 1.0-Version. Da kommen ja auch wieder schöne T5-Gebäude und ein paar andere noch. Ah, hier ist der dicke Shotgun. Da willst du echt rein. Also der ganz große Kubus. Warum nicht? Ganz große Bims. Ich hab 2 Vehikelbücher für dich. Willst du wieder Messeraktion machen oder was? Vehikel ist geil, sehr gut. Aber wir können die schön wegbrezeln in der Horde. Wie ich über ihn geschimpft habe? Ja, genau. Zellnors, ey. Aber wo skill ich denn die schwere Rüstung? Unter schwere Rüstung? Ja, wo? Glaube im Standhaftigkeitspfad, ne? Warte mal. Ja, guck ich gerade, ich sehe nix. Da muss ich gucken, ich kann jetzt nicht. Ich weiß es auch nicht aus dem Kopf. Stärke? Ach, da. Tatsächlich. So, guck mal, dann kann ich nicht meine Rüstung austauschen. Sehr gut. Aber Items haben wir dann auch, das ist schon mal gut. Obwohl, warte mal, ist die wirklich besser? Nee, ne? Nee. Ah, hab ich jetzt die? Bin ich doof. Warte mal. Einsicht ist der erste, ne, Schritt. Alteisen, ach, bin ich doof, warte mal. Alteisen, hätte ich jetzt die Punkte. Aha. Okay, hätte ich mir sparen können, ich bin doof gewesen. Ja, gut, beim nächsten Mal bin ich schlauer. Ich packe dir die Bücher hier beim Händler rein, ne? Was wolltest du denn skillen für die leichte Rüstung? Ach, ist okay. Vergiss alles. Vergiss es einfach. War jetzt doof. Haben wir gefehlt? Ich habe jetzt den Fail des Jahres gebracht. Jetzt könnt ihr euch alle lustig machen über mich. Klippen bei Fuddel. Also bei Lee. Klippen, Klippen. Das kommt zu Twitch Clip Germany. Ah, nee, gibt's ja gar nicht mehr. Stream Clip Germany. Sie dachte, die Eisenrüstung ist besser als Militär? Nee. Ja, habe ich jetzt wirklich gedacht.
Ein Liter ist besser. Guck mal, der Zellendorf macht sich mal nicht lustig. Wenn ich keinen Malus habe, habe ich das mal eben kurz so durchgeskillt, weißt du, hätte ich die Punkte mal lieber woanders reingehauen. Ja. Ärgert mich gerade. Ärgert mich. Ein ganz, ganz geiler Lauf. Lucky Looter. Geil, wie du subscribe hast. Ja, geil. Aber gut. Ich muss mal die Kamera wegmachen. Lucky Looter, vielen lieben Dank für den Resub im 7. Monat mit Prime. Du hast Twitch Prime, hau ihn rein. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So. Ich pack schon mal ein bisschen Muni wegen der Pistole noch ein. Die Muni. Ja. Nehme ich auch mal mit. Pack mir schon mal ein paar Mollys in die Tasche, ne? Du stellst aber noch Mollys her, ne? Naja, willst du jetzt schon zur Basis hin? Ich habe in der Tasche... Nein, ich will schon mal alles so weit vorbereiten in meiner Tasche. Also im Moped. Warte mal, die Mollys habe ich im Moped, ne? Ja, ich habe jetzt 6 Mollys dabei. Könnten wir noch ein paar herstellen. Weil aufpassen, das war nicht zu viel Benzin verballern. Ich habe 7 Mollys. Wir haben knapp 8000 Sprit. Weißt du, wen ich vermisse? Die Alpha 21 Experimente. Weil? Nee, das war ein Zuschauer, der nannte sich so. Kommt dann wieder. 1.0 Version. Dass ich dann... Shaggy, hörst du auf? Da will der schon wieder nach Fressen suchen. Spinnt er wohl. So, Moment nach Hause. Ja, mal, da war Jen, da ist Grace, da oben war Bob. Dann haben wir keine Dings Bob. Mehr, keine Werkzeugkisten mehr. Werkzeugkisten? Repair-Kisten. Nein, die hattest du ja auch mitgenommen. Ich habe aber keine in der Tasche, deswegen. Bau doch welche. Ja, mache ich jetzt auch. Lauch ohne Mollys brennt doch nicht. Es ist keine Horde, wenn ich mich nicht anzünde, ne? Was denkt ihr denn? Werden wir sterben? Wir haben einen gigantischen Game Stage von um die 60. Also da wird schon der, ne, die Hölle wird kommen. Die tut sich auf, da wo Helly die Tagesmine gemacht hat, weißt du, da geht dann richtig alles auf. Ja, brauchst du hier den Status? Ja, ich habe jetzt anders gedacht, ärgert mich jetzt mit den 3 Punkten. Hätte ich woanders gerne investiert, dann scheiße. Kauf dir doch für 6000 ein, vergiss nicht Elixier und dann resettest du alles. Der Händler hier bei uns? Ja, das hat der. Up in the Wasteland? Das ist so langweilig. Mitch, guten Abend, Hallöchen. Boah, ich hab einen Hunger, ne? Alter Falter. Warte mal, ich könnte die Felder aber mal eben wieder bestücken. Ja, Felder immer ernten. Und wieder... Instant wieder neu machen. Was haben wir denn im Wasteland? Oder meinst du die Horde im Wasteland machen, ne? Das wäre geil. Wollen wir unsere Horde im Wasteland bauen? Mir egal, wo die ist. Nee. Mir nicht. Ich bleib dann in der alten Basis. Ich hab das auf dem Server miterlebt. Ein ganz, ganz geiler Lauf. Geil, wie du subscribed hast. Killerchen, vielen Dank für den Prime-Sub hier im 9. Monat. Dankeschön.
herzlichen Dank. Und Panda, haut nochmal 100 Biddies hinterher. Und startet den Hype Train. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Pandachen, weißt du nicht mehr unsere Basis? Auf dem Comstock oder warst du nicht dabei? Wir haben das doch auch gehabt. Wir hatten doch so einen Streifen Wasteland gehabt und haben da einen Turm hingestellt. Und dann kamen doch sofort die Glouis. Haben uns alles weggerissen. Oh, der Zug fährt, ey. Stell den mal hier hoch, dann fährt der über mein Gürtel. Peace be with you, my friend. Geil. Vielen lieben Dank. Der hat auch nichts, ey. Warte mal, Gießstock an Tag 16. Dachte, der hat irgendwann mal Schönes. Hier, 6000, vergiss nicht, Elixier. Steht extra dran für Leute, die falsche Rüstung skillen. So wirksam, dass du wahrscheinlich vergessen wirst, dass du die falsche Rüstung geskillt hast. Es setzt deine Fertigkeitspunkte zurück. Kauf mal bitte. Okay, auch für eine Helis Fellbase. Warum soll ich denn das kaufen? Ja, du bist doch gerade da. Kauf das eben mal für mich. Krieg ich das Geld wieder? Alter! Na, was denn? Kann ich Geld schreiben? Ja, ist ja nicht so, als wenn wir nicht genug hätten, ne? Nee. So sieht's aus, Leute, ne? Was? Text hat bei Bits nicht mehr gepasst? Hatte nur 10 Sekunden? Wieso? Ach so, wegen dem Hype-Train. Ach so, du wolltest ihn unbedingt triggern. Dankeschön. Gibt übrigens neue Emotes, ne? Für alle die noch nie wissen. Der neue Emotes. Ich hab die alle noch gar nicht. Guck, da vorne ist das Wasteland. Da könnt man reinfahren, aber... Wir müssen ja die Zeit im Auge behalten, ne? Alles klar. Viel Spaß im Lurk. Und danke dir. Da ist der Giftjob. Da waren wir ja gewesen, ne? Warte mal. Ja, ich komme mal zurück. So, Panda, viel Spaß im Lurk. So, also Mollys haben wir jetzt massig. Wie viel haben wir jetzt? Ich habe 6 in der Tasche und baue 25 noch. Ich habe 7 in der Tasche. Wie gesagt, wir haben ja auch noch Schibrit. Kann ich eigentlich, warte mal, was kosten denn die Brand? Oh. Brandpfeile? Warum, wenn wir Mollys haben? Ich will es jetzt einfach mal wissen. War toll. Frisst das. Ja, boah, sind die teuer. Oh, voll daneben gefahren. Sprengbolzen. Warum halte ich eigentlich an? Ist doch logisch, dass wir die alle gelootet haben, ne? Hast du mir jetzt so ein Ding gekauft, da? Jaha. Danke, zu nett. Du bist so gütig. Hm? Bam, 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 bam. Tam, 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 tam. Irgendwann möchte ich mal erleben, dass der Hype Train durch das ganze Bild läuft. Ob ich das noch mal erleben werde auf meinen alten Tagen? Ich habe dir 2 Vehikelbücher in die Händlerkiste reingepackt. Ja, dass so 10 Leute vielleicht mal 100 Biddy spenden. Und dann sitzen da 1000 Biddies im Zug drin. Und ein paar Brand-Subs.
Zum nächsten Sabaton? Nein. Den gibt's erstmal nicht, vorläufig. Das schaffe ich gesundheitlich gar nicht. Ich werde mich, schon voll verausgaben bei dem Streamer-Event. Ja, und ich erst, weil ich mit dir spiel. Dann schon wieder Eisen. Das wird was. Uli, zählt der noch? Ah, der ist schon losgefahren. Ah, oder? Der ist schon losgefahren, ist verpasst. Ah, Uli. Aber vielen Dank für 100 Billis. Aber guck mal, Uli steht oben dran. Warum sind denn manche Bits oben angepinnt? Bin ich eigentlich noch Streamboss? Ach, du bist schon tot. Was? Warum? Ja, logisch. Der aber rein supportet wurde, weil ich eine coole Community habe, die gönnt. Ja, Uli, vielen Dank. Danke dir. Super lieb. Habt ihr das gesehen, Leute? Trick 17. So. Muss jetzt mal auf achten, ob. Warum kriege ich denn immer nur für dich die ganzen. Achso, ja, weil ich auch den Arzt geskillt habe. Deshalb kriege ich auch die ganzen Arztmagazine. Verdammte Scheiße, ey. Die kriege ich jetzt so lange, bis ich die auch voll habe. Hätte ich mal den Arzt geskillt. Ah. Ja. Wie viel hast du noch beim Arzt? Ich glaube, da bin ich durch, ne? Oder? Warte. Guck mal. 57 von 75. Nahrung habe ich voll. Samen habe ich voll. Was, du kannst Fuddel schon verstehen, vorsichtig, mein Freund. Ich hatte ja letztes Jahr vorgehabt, mit Stengert den Stream zu machen, ne? Den Pre-Stream-Event. Also wir zwei Giganten Twitch Deutschland aufmöbeln. Aber dann hat das Zeitliche nicht mit unseren Stream-Planen hingehauen. Stengert, der spielt ja zu unchristlichen Zeiten, ey, frühmorgens. Aber irgendwann, wenn es ihm wieder besser geht. Das wäre auf alle Fälle lustig geworden, ja. Ich hätte ihn wahrscheinlich schön richtig reingerissen. In irgendeinen Tod. Guten Tag. Guten Tag. I'm kinda busy. Erstmal stehen geblieben, war? Hätte ich dir das Buch geben können? Ja, kannst du mir ja gleich geben. Ich fahr mal eben zur Hordenbasis. Ja. Reparaturkits habe ich hergestellt. Hast du Kunst des Bergbaus, Band 6? Guck mal bitte nach. Sehe ich das? Letzten Reiter müsste das sein. Schafft auch ganz gut alleine. Ja, aber mit mir noch besser. Glaubet mir. Wo sehe ich das? N drücken und dann auf den Hammer. Ganz rechts bei Fertigkeits. Ja. Und dann gehst du. Ja. Und dann gehst du auf. So, was habe ich jetzt gesagt? Was so? Wegen Bergbau, ne? Mhm. Muss ich da nicht auf. Ach nee, Quatsch. Gehen? Nein, auf Bücher, genau. Ja. Den vorletzten, Entschuldigung. Kunst des Bergbaus. Ganz am Anfang, ganz oben. Ich brauche noch. Ich habe Band 6, habe ich. Band 6 hast du? Ja, 1, 4, 5 fehlt mir. 1, 4, 5.
Ja, eins fehlt mir auch noch. Schlagmann habe ich alle. Bogenschießen habe ich bis auf zwei auch alle. Nee, fünf. Ja doch. Tja, Leute. That's all you're gonna buy. I'll let you show yourself out. Ach so, eine Quest habe ich, ne? Befallenen. Was war denn das für eine Quest? A Downtown Marketplace. Und du hast Close Encounters Gun Range. Klingt auch interessant. Wollen wir da eben hinfahren? Ich muss jetzt mich erstmal entmüllen. Und dann hole ich mir endlich mein Trinken aus dem Eisfach. Ich fahre schon mal hin zur Quest. Ich bin gerade eh in der Nähe. Muss nur gleich aufs Türklingeln achten. Ich hoffe, ich höre das. Aha. Was kochen lassen? Ja. Vom letzten Rest. Ja, der Grendel macht mir ja keine Bolo, also muss ich selbst für Bolo sorgen. Grendel hat mich nicht mehr gerne. Hat er das je gehabt? Wahrscheinlich nicht. Glaube auch nicht. Oder das ist der kleine Shotgun Messiah hier, meine Quest. Oh, ach, das Ding ist das. Ach Gott, ja. Mir fehlt ein einziges Dings, ne? Ein einziges Buch noch. Ich habe mir eine Bolo bestellt. Irgendwas muss ich ja essen. So, dat, der kann weg. Da morgen Feiertag ist und ich vor Freitag eh kein Geld hab, behalte ich mir mein letztes Fertiggericht lieber für morgen auf. Hoch die Hände, Wochenende. Ach nee, wir streamen ja morgen nochmal. Scheiße, ne? Ich freue mich immer, wenn ich streamen darf. Ich darf. Sehe ich aus wie der Koch? Hallo? Grendel, willst du mal tun können für deine Göttin? Sag mal, wollte ich gerade sagen. Was ist denn da los? Ich, die Angebetete, willst du aber mal eine Bolo kochen können für mich? Das ist ein Grendel, ne? Grendel kündigt gleich. Da bin ich aber menschlich enttäuscht. Oh. Ach, warte mal. Alles versloten. Ach, warum ist denn da kein Leben mehr drin? Wo ist kein Leben mehr drin? Schmiede. Warte, wir machen gleich mal zwei. Sechs, zwölf, boah. Teuer. Was Talia, denn? Grüß dich, Hallöchen.
Einen wunderschönen guten Abend. Da war immer, wenn ich mir was bestellt habe, mit Ellie, ne, war das immer einfach. Die hat sofort gebrüllt, wenn es geklingelt hat. Macht meine auch. War die Kleine hier, die sagt ja gar nichts. Die ist ja... Es klingelt und dann guckt sie mich an. So, warte mal. Bello. Ja, ich warte mal. Achso, wartest du jetzt auf mich oder was? Ja, ich bin bei der Quest schon. Achso, warte. Ja, ich stelle das eben nur an hier. 5. Ey, wo hast du die Rohre gelassen bei Ressourcen? Ja. Nägel auch, ne? Ja, ja, ich muss da mal. Ich muss eh noch mal ein paar andere Kisten machen. Weil die Ressourcenkiste ist auch schon voll bis oben hin. Naja, wir brauchen größere. Ja. Deswegen eine eigene Basis wäre schon. Wäre gar nicht mal so schlecht. Dann machst du so wie Magic Maeve. 1000 Kisten. Oh, bei Maeve habe ich nicht durchgeblickt. Das war so krass. Das war so krass, so krank. Viele Kisten, wie er da hatte. Grendel, danke für 20 Euro. Jetzt hat er die Bolo gespendet, oder? Jetzt hat er mir die Bolo gespendet, ja. Ganz, ganz lieben Dank. Wenn er schon nicht selber kocht. Aber passt, 18 Euro habe ich bezahlt. Die Bolo geht auf mich, Baby. Danke, danke. Ja, warte mal. Es ist aber auch, ey, der nächste Monat, der wird auch nochmal so beschissen. Ab Juli geht wieder. Kann man wieder aufatmen. Momentan. Ja, ich bin auch froh. Ja. Dass YouTube so jetzt wieder ganz gut läuft. Das gleicht ein bisschen aus. Aber das kennt ja jeder, ne? Die meisten haben es am Anfang des Jahres, dass sie da die meisten Abzüge und so haben. Ich muss mir noch Nebenkosten Zurückzahlung machen. Ich habe immer Mai. Und Juni ist bei mir immer ganz kritisch. Es ist aber auch, ey. Ich muss noch meine, ich habe eine Rück-, also eine Dings bekommen, eine Nachzahlung. Die muss ich jetzt noch leisten, ey. Na, aber. Darf ich nicht vergessen, viel, ey. Sonst stehen sie vor der Tür und dann. Kommen Sie mal her, Herr Z. Hier, da sind leere Koffer, packen Sie mal. Huch. Die geheimnisvollen Vorräte. Ich finde das immer lustig, dass man das noch nehmen kann, ne? Was denn? Diese Vorräte, obwohl ich die Twitch Integration gar nicht an habe. Sollen wir vielleicht am Ende machen, wenn wir wissen, dann und dann ist Pre-Event. So den letzten Tag hier, weißt du? Nee, was denn, Grendel? Vom Büro. Bist du? Ja, ich komm raus, warte. Wie halt gerade vor Minecraft sitzt und am Verzweifeln ist. Spielt der gerade Minecraft? Ah, da freue ich mich schon drauf. Minecraft. Machst du mit so einem Bührer? Willst du das noch alles spielen? Buch? Trank? Den habe ich jetzt nicht bei. Den habe ich extra in die Händlerkiste gepackt.
Damit du den ja da rausholen kannst. Master, we are not alone. Hast du schon eine Kampfanzughose? Glaube ja. Nee, Gothic-Hose. Nee, gib her. Ja. Danke. Endlich untenrum, Top. Endlich untenrum was? Top. Ich hab tot verstanden. Ja, das auch. Du hast eine Befallene, ne? Hier. Ja, mach doch. Denk ich, hab Angst oder was? Das ist ja die Alucard. Warte mal, ich mach das mal. Bam, 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 bam. Komm sofort. Schein reicht.